So, hallo, wir machen weiter. Beim Super Mario Maker 2, nachdem ich gerade eine sensationelle Mario 35-Aufnahme hatte, falls ihr Part 11 oder falls ihr einen sensationellen Mario Maker, weil Mario 35 One sehen wollt, schaut euch Part 11 an. So. Schamlose Werbung. Okay, und wir gucken mal, was hier passiert ist in der Zwischenzeit. Ich glaube, Ninchiman gibt es aktuell keine. Entschuldigung. Nee, gibt es gerade nicht. Sonst irgendwelche. Nee, keine. Also, das wäre halt hier, ne? Neuigkeiten hier drüben, das wäre interessant. Da stehen dann immer so Sachen wie Ninchiman und weiß ich nicht, Ninchimans. Okay, gucken wir erstmal da rein. Oh. Okay. Ich glaube. Okay, Joris, ich hoffe, du machst doch noch was anderes als Level bauen. Okay, so. Na, nicht, dass du jetzt stundenlang vor der Switch sitzt. Das willst du jetzt vielleicht nicht hören. Das würde ich als Kind auch nicht hören wollen. Aber zu viel ist auch nicht gut, ne? Okay, aber wir gucken mal, was du alles Tolles gebaut hast. So, ich muss den Typ erledigen, das ist schon mal klar. Das heißt, ich muss auf jeden Fall auf ihn drauf. Ah, ich krieg eine Blume. Yo. Ich würde gerne erstmal die Blume hier loswerden. Okay, ich glaube, jetzt kann ich. Nein! Okay, jetzt muss ich einen Sprung machen. Ah, die geht gar nicht kaputt, aber ich kann sie weg, dingsen. Okay, sehr gut. Und zack! Die ist nicht weggedingst. Warum ist die nicht weggedingst? Fällt die jetzt runter? Yes, tschüss. Okay. Eieieiei. Nee, das Ding kommt rum. Okay, jetzt. Nice. So, ich dachte, das hier geht auch kaputt, aber das geht gar nicht kaputt. Das ist ja interessant. Ich dachte, das fährt irgendwie weg oder so. Scheinbar wird das geblockt von dem anderen Feld. Okay. So. Jetzt ist die Frage, kommt gleich das Ziel? Da ist zumindest mein Schlüssel. Oha, 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 oha. Ah, oh, wo gehe ich denn jetzt rein? Ich will den Schlüssel nicht verschwenden. Ich habe gar keinen Schlüssel. Ich habe nur die Zielbedingungen. Da ist das Ziel. Okay, nicht allein! Nicht versauen, wollte ich gerade sagen. Okay. Aber jetzt wissen wir, was los ist. Ah! Oh nein, no, oh nein, no, oh nein, no, oh nein, no, oh wait, oh okay. Okay, wie komme ich an den ran? Ah, der kommt sofort hier durch. Der kommt sofort. Oh mein Gott! Das ist ja großartig, Joris. Das ist ja eine absolut geniale Level-Design. Das ist ja. Wow! Wenn man das schnell genug sieht, wird man belohnt. Und oh mein Gott! Das ist gut. Das ist gut. So. Sehr schön. Da brauchen wir uns gar nicht um eine schnellere Zeit kümmern. Ich bin vollkommen zufrieden. Okay. Noch ein Joris-Level. So, noch ein Level. Jawohl. Okay, 14. Oha, der Weltrekord. 1,53. Wir sind auf jeden Fall schon mal nicht der Erste, der es abschließen wird. Na gut. Aber wir können die Zeit vielleicht schlagen. Je nachdem. Schauen wir uns mal das Level an. Okay. Okay. Hier ist auf jeden Fall Party. Ich bin auch schon auf dieses schwere Level gespannt. Hui. Okay. Ach so. Ich dachte jetzt, ich fall. Ich dachte. Oh. Was tue ich denn hier? Ich will möglichst weit oben. Okay. Ich will möglichst weit oben rum durch. Dass ich da gleich genau.
Ach so, ich wollte. Habt ihr. Ich dachte jetzt erst, okay, da ist halt eine große Lücke. Und dann ist die Kamera so hochgescrollt und dann hat man gesehen, dass ich genau die zwei große Lücke erwischt habe, in die ich reingesegelt bin. Das nennt man Pech. Wow, habt ihr das gesehen? Ihr müsst da mal genau drauf achten. Oh, oh. Ihr müsst da mal genau drauf achten jetzt, wo ich runtergesegelt bin. Da ist überall Boden. Da ist überall Boden. Und genau da, hier bin ich reingefallen. Und es sah so aus, als wäre da nicht überall Boden. Aua. Ah, da ist überall Boden. Oh nein. Nein, nein. Oh, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Boomerang, 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 Boomerang. Das ist jetzt deutlich effizienter. Schön hier alles wegziehen. Zünden. Ja, alles klar. Okay. Mhm. Ja. Ich hab das. Ich hab da vollstes Verständnis für. Ja. Aua. Okay. Boomerang. Noch einer. Sehr schön. Okay, da könnte man theoretisch schnell durch. Jetzt habe ich hier meine Ruhe. Was ist da oben? Nix. Okay. Oh. Okay. Ich würde aber gerne jetzt, wenn wir eh schon hier sind, wir werden das eh gleich nochmal auf Zeit spielen. Einmal hole ich mir jetzt auch die obere. So. Okay. Okay, okay, okay. Cool. Dann probieren wir das jetzt auf Zeit. Beziehungsweise, ich glaube, wir haben sogar schon den Rekord, ne? Der erschien mir jetzt nicht, ja. Der erschien mir jetzt nicht sonderlich crazy, aber wir machen einen besseren. Wir machen einen besseren. Einen, der zumindest ein bisschen herausfordernder ist. Also nicht sehr, weil ich halt auch nicht gut bin, aber ein bisschen herausfordernd reicht ja. Ah! Ah! Ach, komm. Oh mein Gott. Nee, das ist okay. Wir starten mal neu. Ich muss mir hier einen echt schnellen Weg suchen. Oh, wow, okay. Ah, wait. Ich hab ne Idee. So. Dann hier gleich. Und dann... Da. Perfekt. Und jetzt komme ich vielleicht auch über diese Lücke... Meine Lieblingslücke. Meine Lieblingslücke. Okay, neuer Versuch. So, also wir gehen gleich hier hoch. So. Nein! Oh. Ah, nee. Was? Ich will doch eine ordentliche Zeit aufstellen. So wird das nix. Okay. Ich denke nämlich, ich will immer so dingsen, wie in SM. Heißt es schon. Wie heißt es jetzt wieder? Nicht in der Optik! Nicht schön. Okay. Okay, ich habe mich schon wieder in der Lücke gesehen. So, einfach durch. Hier ist alles cool. Dahinter ist nämlich nichts mehr. Man muss dann nur durchkommen. Und jetzt hat man komplett seine Ruhe. Holt sich nur noch mal den Hammer. Und ist am Ziel. Sehr schön. Okay. Puh. Dann schauen wir mal, was das dritte Joris-Level so bietet. Okay, Abschlussrate 100%. Spricht jetzt noch nicht für die Schwierigkeit. Aber mal gucken. Wahrscheinlich ist sie gleich unten, die Abschlussrate, weil ich halt Dinge tue. Okay, ich krieg ein Schwert. Ach so, ich muss mich freibomben. Ah, so weit habe ich noch gar nicht gedacht. Okay. So, den Pilz will ich nicht. Ich will gerne mein Link-Outfit. Hallöchen. Bitte, oh mein Gott. Oh mein... Das ist so viel zum Link-Outfit. Da ist noch ein Schwert.
Das ist zwar ein bisschen bewacht, aber wir kommen ran, Hilfe! Okay. Ah! Da kommt auf jeden Fall ein Bowser gleich entgegen. Da ist eine halb... Okay, die brauche ich jetzt nicht. Die lassen wir mal liegen. Ah! Hier ist ja alles Mögliche. Hilfe. Oh mein Gott. Okay, das ist das Ziel. I see. Okay. Okay. Ah, da ist schon einiges los. Das wird schon zu Recht als schwieriges Level bezeichnet. Eieieiei. Okay, bessere Zeit. Let's go. Jetzt habe ich ja verstanden, was ich tun muss. Hier reinbomben und dann einfach zum Ziel. Wenn ich jetzt weiß, wo das Ziel ist, müsste ich da recht fix durchkommen können. Oh oh, jetzt habe ich vielleicht ein Problem. Kommen wir da unbeschadet durch? Oh, das wäre jetzt eine Leistung. Ja, es geht. Yes. Okay, sehr schön. Perfekt. Puh. Alles klar, den Rekord nehmen wir mit. Sehr schön, drei schöne neue Level. Na, aber Joris, nicht übertreiben. Ich wollte gerade sagen, denk auch an die Schule, aber du gehst ja noch gar nicht zur Schule. Denk auch an den Kindergarten. Ich weiß gar nicht, ob du aktuell noch... Geht ihr aktuell in den Kindergarten? Oder seid ihr schon wieder zu Hause? Ich hoffe nicht. Ich weiß es nicht. Okay. Was machen wir jetzt? Jetzt haben wir 11 Minuten. Und sind free to do what we want. Ach, komm. Machen wir ein bisschen gegeneinander, bis ich keine Lust mehr habe. Ah, die drei Sterne vom letzten Inchiwan. Sehr schön. Kablam-Menschen. Klassisch Rätsel. Rätsel in Multiplayer ist immer ganz gut. Ach, du grüne Neune. Ich sehe mich schon in dem Geist drin hier gleich. Okay. Katzi! A la Luigi, ne? Gib mir Katze. So. Da unten ist ein Schlüssel. Komm ich da hin? So. Okay, ich bin der, der den Schlüssel geholt hat. Ich hoffe... Was tu... Oh mein Gott! Irgendwie bin ich gerade zu dumm zum Steuern, ne? Ah, jetzt. Ich hoffe, das nützt mir was. Da ist auf jeden Fall eine Tür. An die komme ich auch ran. Oh. Ich habe natürlich komplett vergessen. Okay, wir holen uns die Katze mal zurück. Scheinbar braucht man den Schlüssel. Das heißt, die kommen eh ohne Schlüssel nicht weiter. Ja, okay, jetzt warten sie an der Schlüsseltür. Das ist aber okay. Das interessiert mich nämlich überhaupt nicht. Ah, das ist... Ah, das ist Mist. Aber was soll's. Ah, ja, das ist Mist. Schade. Ah, das ist... Oh, das ist... Ah, das ist Mist. Oh, das ist Mist. Schade. Na gut. Na gut. Einer muss halt der Depp sein, der den P-Switch drückt. Die Frage war halt, ist danach schon Ende oder nicht? Na, es hätte alles sein können. Ah, das ist dumm. Das ist dumm.
Das ist dumm. Aber gut. So ist es halt. Da machst du nichts, wenn sowas passiert. Da machst du überhaupt nichts. Okay. Oh. Wait, what? Oh, ich hab gar nicht... Ach so. Da gibt's ein Zelda-Outfit. Wait, ich bin Toadette. Ich wollte auch ein Zelda-Outfit. Okay. Ups, ich... Okay. Also, behalten wir jetzt dieses Schwert. Und dann kann man da durch. Das brauchen wir eigentlich über... Ah! Das habe ich nicht gesehen. Ich hasse alles. Ah, wir haben eins. Wir haben einen Link. Wir haben einen Link. Eine Bombe da durchschicken, ja. Der eine checkt's zumindest. Immerhin einer checkt, was Sache ist. Okay, was ist jetzt hier? Okay. Hauen wir ihn weg. Oder auch nicht. Oh, da oben ist eine Blume. Da oben, da oben spawnt eine Blume. Aber jetzt hat er einen Schlüssel. Und jetzt habe ich einen Schlüssel. Okay, jetzt wird es wieder spannend. Wer krallt sich die Tür? Ich. Lau! Okay, schade. Ah, Mario hat gewonnen. Ist okay. Dürfte verdient sein. Okay, scheinbar hat Mario noch nicht gewonnen. Okay, Mario hat gewonnen. Wie gesagt, also das hat er verdient. Dass ich da einfach reingelaufen bin. Ich dachte halt, da ist gleich Schluss und dann wollte ich loslaufen. Hat leider nicht geklappt. Das Level an sich war cool, als Multiplayer ist es aber natürlich auch wieder Mist. Das ist nichts für einen Multiplayer-Modus. Ganz klar. Großes No-No. Okay, 2 mal minus 13. Holen wir das mit einem Sieg noch rein? Gibt es einen Sieg mehr als 26? Ich weiß es noch nicht. Wir werden sehen. Ich weiß nicht mehr, wie viel ein Sieg aktuell gibt im A, im A-Rang. Müssen wir gucken. Dann weiß ich nämlich, ob ich motiviert bin, weiterzumachen oder ob ich es lieber lasse. Bisher läuft das nicht gut. Bisher läuft das nicht gut. Dup-di-d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 up-
Hardblock Caves. Gegeneinander. Es hat einen Multiplayer-Tag bekommen. Den ich jetzt schon nicht nachvollziehen kann, weil hier kommt gleich ein Hammer runter. Den ich habe. Aller Leute. Bald hat dann jeder einen Hammer und kann sich aber auch jederzeit einen Hammer zurückholen. Okay. Okay. Ah, rein Bosskampf. Ja, Mensch. Alter. Du doofe Nuss. Okay, die hat den Hammer. Ist aber auch egal. Ich hab dafür das... Nein! Was? Alter, das war knapp. Das war brutal knapp. Was habe ich falsch gemacht? Ich hatte als erstes den Sprung. Ich war vor ihr und irgendwie war ich zu langsam. Wahrscheinlich hatte ich nicht genug Anlauf. Yo! Aber das war interessant. Okay, jetzt haben wir minus 28 insgesamt. Aber das war interessant. Was für ein Sprung am Schluss. Okay. Eieiei. Boss, oh, das ist. Aber bisher haben wir kein brauchbares Multiplayer-Level, ne? Das muss man mal dazu sagen. Oh nein. Ist es ein Boss-Battle und dann kommt man zur Axt, oder was? Oh, nee. Was ist jetzt passiert? Okay, ich gehe als letztes rein. Ist in Ordnung. Ach, du Schande. Okay, die sind alle raus. Sehr schön. Dann können wir uns jetzt in Ruhe um ihn hier kümmern. Das war der zweite Hit oder der erste? Man weiß es nicht. Wobei, wenn er gerade in der Drehphase war, war das der zweite Hit, weil er war ja schon mal in der Drehphase. Das heißt, jetzt wäre noch ein Hit. Okay, da war der Hit. Die Röhre! Die Röhre! Man muss nur in die Röhre gehen. Wie dumm. Wie dumm. Oh Mann, das hätte ich haben können. Man muss nur in die Röhre gehen. Ey, das ist nicht... Das ist einfach nicht wahr, ne? Oh. Wir sind alle runtergefallen und Toadette hat's dann gecheckt. Ach, nee, Mann. Sunflower Fields. Klingt schön. Ja, sieht auch schön aus.
Ah. So. Ah! Okay. Die Blume am Anfang wird sich jetzt allerdings gegönnt. So, jetzt geht's ab hier. Jetzt kann mich nichts mehr aufhalten. Aber der andere ist halt schon weit vorne, das ist das Problem. Ja, die sind alle schon da durch. Okay, ab dafür nach oben. Okay. Okay, wir sind alle hier auf der gleichen Route. Okay, wir sind alle da. Jetzt ist keiner mehr besonders weit vorne. Scheiße. Aber der ist klein. Und ich habe mir seine Blume geschnappt. Lul. Der muss nur getroffen werden. Yikes! Okay, wir sind alleine. Er ist raus! Er ist raus! Ich muss nur noch aufpassen. Ich muss nur noch aufpassen. Bis die kommen. Yes! Okay, wie viele Punkte kriege ich zurück? Ich glaube nicht, dass ich im Plus lande dadurch. Ich müsste um die 40 zurückbekommen, um im Plus zu landen. Das ist jetzt eigentlich multiplayer-technisch okay gewesen, ne? Es gab jetzt, glaube ich, nichts, was schlecht war. So richtig. Gut, die Haken vielleicht, dass man immer erst alleine am Haken ist. Oh, 42 gibt es. Das ist sogar voll okay. Ich glaube, das ist nicht ganz im Plus, aber fast. Also man kann schon ein paar Mal verlieren, wenn man dann zwischendurch ein oder zweimal gewinnt, ist man noch recht okay bei der Sache. Na, wir hatten zweimal minus 13, einmal minus 2, macht minus 28 und dann noch minus 16. Ja, gut. Oh, ja, okay, dann halt nicht. Hat man schon lange nicht mehr, ne? Fehler bei der Datenübertragung. Ich würde halt sagen, wir spielen jetzt noch wieder, bis ich noch einmal verloren habe und dann ist gut. Dann haben wir keinen zu großen Verlust. Und wenn ich nochmal gewinne, umso besser. Juhu! Oh, jetzt sind es ganz andere Spieler. Jetzt sind Deathbug und so weiter ist jetzt komplett raus. Okay. Follow Diero. Gegeneinander. Rätsel. Ich bin gespannt. Es ist ein gutes Gegeneinander. Mit vier Wegen. Rechts, runter, hoch, rechts. Luigi hat keinen Bock. Rechts. Runter. Hoch. Nein. Und rechts. Tschüss, Toad. Hoch. Rechts. Hoch. Runter. Oh Gott. Also. Hoch. Rechts. Hoch. Runter. Oh, runter ist oben. Oh, ist das fies. Ja, Mario, ne? Runter ist oben. Oh Gott, Checkpoint bitte. Oh, nee. Hoch. Rechts. Runter, hoch. Hoch, rechts, runter, hoch. Hoch. Nein, nicht versehentlich durch den Leck irgendwo reinspringen. Hoch, rechts, runter, hoch. Hoch ist in der Mitte.
Yo! We did it. Es kann mich eh keiner einholen. Ich kann mir jetzt Zeit lassen, theoretisch. Oh mein Gott, ey. Das war meine Stage. Das war meine Stage. Ah, großartig. Kann man multitechnisch eigentlich anbieten, ne? Hatte was. Hatte wirklich was. War eine coole Idee. Vor allem mit dem Pfeil, der nach unten zeigt und oben ist. Da musste man übelst aufpassen. Sonst hätte ich Mario wahrscheinlich die ganze Zeit als Konkurrenz gehabt. Dadurch, da ist halt dann entschieden worden. Da wurde es dann halt entschieden. Plus 9, wow, wir sind sowas von einem Plus unterwegs. Sehr gut. Also wie gesagt, einmal noch verlieren, dann ist durch. Und solange ich bis dahin gewinne, ist es ja nur gut für mich. Aber wir haben jetzt schon Pluspunkte. Wir sind jetzt schon wieder besser als vorher und wir können gar nicht mehr schlechter aus dem Part rausgehen. Weil ich ja, wie gesagt, sage, einmal verlieren und fertig ist die Runde. Cool. Cool, 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 cool. Und im nächsten Part, also nur da wir gerade keine Level in der Liste haben, würde ich gerne mal wieder so einen Expert One machen. Also halt den Super Expert One natürlich. Da findet man auch mal wieder coole Level. Toxic Fungi Expedition. Okay, ich würde gerne gleich oben rum. Ich habe so ein bisschen Bedenken, dass da unten irgendwelche Lava hochkommt. Mein Pilz. Nee, also die kommt nicht hoch, aber sie ist da. Ist hier eine Blume? Nein. Okay. Aber soweit ist es eine coole Stage. Ich glaube, man. Da ist eine Tür. Aber es geht hier auch weiter. Hä? Blume. Ich weiß halt nicht, hätte man durch die Tür gemusst. Was ist hier unten? Hä, was willst du, Neustadt für alle? Was ist dein Problem? Jo, was ist... Okay. Aua. Aber da war schon mal rote Münze. Okay, da ist wieder eine Blume. Also, Problem ist, wir müssen jetzt rote Münzen sammeln. Wir wissen nicht, wie viele es gibt. Und die werden alle hier in der Höhle. Okay, da ist die andere. Da hinten ist wahrscheinlich noch eine. Ja, geh mir nicht auf den Keks. Ich muss hier rüber. Da ist wahrscheinlich wieder eine Blume drin. Das ist ein cooles Level, aber multiplayer-technisch allein schon aufgrund der Schlüsselgeschichte nicht so... Oh mein Gott! Ah, okay. Ja, wait, aber... ich meine ja nur, ich kriege jetzt einen Schlüssel von dem, ne? Und dann kann ich doch den Schlüssel gleich einsetzen, anstatt den Blumenschlüssel... den Schlüssel... die Münzenschlüssel zu nutzen. Geht doch jetzt an Anfang zurück. Das dachte der sich wohl auch. Ja! Ah, oh, ist das gut. Nein, Toad, warum? Ach, Toad. Ach, Toad, das war ärgerlich. Also an sich war sie cool. Sie hatte trotz, dass es Schlüsselgedings ist, hatte sie multiplayer-technisch schon viele Möglichkeiten. Also ich fand sie für Multiplayer okay. Na, auch mit Boss und so weiter, aber es ist so ein bisschen erkundungstechnisch gewesen. Wer den Boss gefunden hat und so weiter, na, hatte dann den Vorteil.
Und das hätte jeder sein können. Also fand ich Multiplayer technisch okay, ich weiß nicht. Mann, 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 aber tot am Schluss. Schade. Aber na, das ist natürlich die Sache, wenn du Münzen nutzt und dann noch einen Boss nutzt, der einen Schlüssel droppt, ja, dann brauchst du halt die Münzen nicht mehr, weil dann kriegst du den Schlüssel vom Boss. Die Idee war zwar cool, dass man durch den Schlüssel vom Boss und so weiter, aber dann hätte man da was einbauen müssen, dass man nicht zurück kann. Das wäre ja alles gewesen. Das hätte gereicht. Einfach so Wände, die einen nicht zurücklassen. Und schon hätte das funktioniert mit dem Schlüssel vom Boss. 10 Koopa. Achso, da drüben. Ich dachte, ich bin Luigi. Ja, moin. LOL, die Zeit! Das habe ich ja noch nie erlebt. Gibt das jetzt Abzug, weil es keiner geschafft hat? Oder wie ist das? Okay, dann habe ich das. Dann zählt das nicht als verloren. Das habe ich ja noch nie erlebt, dass so ein kurzes Multilevel kommt. Wollte schon sagen, ja gut, das habe ich sicher verloren. Dann läuft einfach die Zeit ab. Auch interessant. Auch sehr interessant. Eieieiei, okay. Shell Cave, das klingt unangenehm, aber 1-2 klingt wieder gut. Ah ja, einfach normales, schönes SMB-Level wahrscheinlich. Weiß halt nicht, ob das so klug ist. Kann man da nicht rein? Okay. Ach so. Da konnte man nicht rein, da kam was raus, so wie hier was rauskommt. Das heißt, wir brauchen die Shells jeweils. Ah, wir müssen jetzt da durchlotsen. Problem ist, das ist halt jetzt kein gutes Multilevel. Ah, okay, cool. Nein, ich hätte warten... Oh, Mist, ich hätte warten können. Jetzt muss ich mich auf ihn verlassen. Ah, ist jetzt nicht so cool. Na, danke auch. Springen, okay. Guys. Wollte gerade sagen, der muss da unten durch. Wait, man kann hier weiter. Scheiße! Ich hoffe, da kommt noch ein Bock. Nein! Nein! Okay. Ja, schade. Okay, ich hätte auf den Pfeil hören sollen. Ist okay, nehme ich hin. Nehme ich hin. Nehme ich hin. Dann ist an der Stelle Schluss. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Multiplayer technisch eigentlich auch in Ordnung, würde ich sagen. Hat einiges, womit man arbeiten kann. Hat einiges, womit man arbeiten kann. Okay. Ja, insgesamt auf jeden Fall Punkte gemacht. Völlig in Ordnung. Danke fürs Zuschauen und tschüss.